Hey ho und willkommen an einen etwas anderen Ort als üblich. Mallory hat sich nochmal gemeldet, hatte den Verdacht, dass Roman entführt worden ist. Und zwar, weil Roman welchen Russen wieder Geld schuldet. Also wie nichts Neues. Und dementsprechend hatte sich kurz darauf auch Dimitri gemeldet, hat ein Foto geschickt. Das habt ihr dann im letzten Teil gesehen, gegen Ende. Wo er Roman, wie soll ich sagen, Shotgun gegen seinen Kopf gedrückt hatte und er ein bisschen blutüberströmt war. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu ihm. Das ist eine Mission, die halt irgendwann ausgelöst wird und man halt nicht einfach so nach Belieben starten kann. Und ja, wir hatten uns auch in der letzten Folge uns noch ein bisschen bewaffnet. Bisschen Munition, bisschen Armor. So. For fuck's sake, Alter, ich hab dich doch bezahlt, Bitch. Das meinte ich noch im letzten Videoteil, dass ich es schon mal irgendwie geschafft habe, loszufahren, obwohl ich ihn bezahlt hatte und trotzdem einen Stern bekommen habe. Ah. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zu dieser Baustelle, die ihr auf der Karte ja schon seht. Sollte aber die Polizei loswerden vorher. Ja, jetzt erst den Kreis zu verlassen. Alter, rastet der richtig. Oh, der steht an der Wand. Guillotine! Bam! Nicht ganz getroffen. Voll die Runde hier immer. Ja, wir sind da. Zack. Ah, das wünsche ich mir auch noch in GTA. Dass sich die Map ein bisschen verändert. Dass die Brücke ist jetzt zum Beispiel jetzt eine Baustelle und dass sie irgendwann wieder eröffnet wird, aufgebaut und so. Oder Baustellen, wo wirklich dann Löcher in der Straße sind. Oder das wünsche ich mir noch. Als eine wirklich lebende Stadt. GTA. Aber dann würden sich die meisten Spiele jetzt sich erstmal drüber aufregen, weil es einfach nur irgendwelche Loops sind. So. If you want to walk out of here, Slav, you're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitry Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. I'm with you. Okay, wir haben hier 1, 2, 3 Gegner, 4, 5, 6, hinten war ein Fass. Okay, dann haben wir hier oben leider kein Fass, sonst hätten wir vielleicht ein paar mehr gekillt. The last time I fucked a girl sober. Oh yes, isn't life great? I'm the poster child for a two-pack a day habit. Shit! Fucking nice police! Komm, schieß, schieß! Ah. Alter. Da ist noch einer. Alter. Kann ich da hochwerfen? This is the part where we kill you, asshole. Ah, weiß ich nicht, könnte sein. This is it for you. Hey, asshole, we got
Oh, verdammt. Bam! In your face. Alter, beweg dich doch verdammt nochmal. Alter, ich hab schon Q weggedrückt und du bleibst immer noch in der Ecke stehen, Mann. Was zum Teufel ist los mit dir? Alter, das ist das Einzige, was mir auch noch ein bisschen hier, aber auch in GTA 5, gerade in GTA 5 richtig stört. Irgendwelche Items? Nein. Okay. Nächste Etage. You have not heard my fuck off. Ganz klar. Who do you people think you are? It's you or me. I feel nothing. Freut mich für dich, dass du mich bist. Das sollte dir der Tod ja auch nicht stören. Ja. Dann halt nicht. Halt's Maus, sonst irritiert es mich. Das ist so risky hier. You will pay for what you've done. Ich dachte, ich hätte Steps gehört. Beste. Take my cousin, will you? Ich muss in die Richtung. Oh. Richtung. Alter. Alter. Jeez. Scheiße, Mann. Haben die getroffen oder war es doch die Explosion? Und haben Kaskadeneffekt verursacht. Leben ist da schnell. Schaffe ich das irgendwie? Boah, hab ich da nicht aufgepasst, ey. Es lief doch so schön, wo ich einfach alles einfach maxed hatte, ey. Verdammt, Mann. Ach, Gott, Alter. Bleibt einfach stecken. Das ist scheiße. Ich hab gedacht, er geht jeden Moment durch diesen Pfeil einfach so knapp vor ihm, ey, und dann teleportiert er sich einfach. Macht richtig seine Slaven-Taktik hier. Hui! Und tot. Ich
I don't want to die, Nico! You are Nico Bellic. Alter, war das knapp. Thank you, cousin! You saved my life! We should get out of here! Alter. Ich wollte nicht anhören, weil hätte ja sein können, dass er jeden Moment abdrückt und dann wäre es. Geht's runter, da geht's runter. Alter. Ich will nicht damit fahren. Ja, oh Mann. Nein, dann nimmt er denn doch. Gut. Zurück zum Versteck mit ihm. What happened, Roman? You have been gambling. I give you money. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Roman! That man knew Dimitri. He was trying to make me give you up to him. I would never... Of course you would not. Dimitri has taken this too far. He wants you dead. Bohan is not safe. I'm going to get us a place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. I almost expect it now. Wherever I go, there are people who want to kill me. Men who will kidnap me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Also. Wenn man so eine Einstellung schon rumläuft, dann weiß man, dass man viel Scheiße gebaut hat. Das ist aber nicht gut für die Gesundheit. Ja, ich muss nicht so weit fahren. Ja, ja. Jetzt links abbiegen. Ja. Oh Mann, Alter. Was soll man sagen, ja. Alles richtig gemacht im Leben, ne? Man, this is out of control. What are we going to do? I don't know. We're going to die. I don't want to die, man, not like this. How would you like to die? Recently, on my 100th birthday, I don't fucking know. I'm scared, you cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge, getting your own way. And all you care about is money, and gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Men, we just need to disappear as far as I'm concerned. Disappear! Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine. But leave the Russians alone. I was not the one gambling in their private club. I didn't know! Give a guy a break! Okay! Okay. Okay. I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. What? Thanks. Tja. Ich lauf direkt mal hinter ihm her, ja? Ah Gott, kann man Mallory anrufen und sagen, alles geht, ist wieder in Ordnung. Hey, this is Mallory. Dann halt nicht, no one cares. Aber ich hoffe, ihr interessiert euch für die nächste Folge dann.